B? B, heute ist dein Glückstag. Zumindest, wenn du Pacificas Lockruf hörst und dich ihm ganz hingeben willst. Hast du was für mich? Naja, wie gesagt, wir haben kein Interesse an dem, was du ihnen andrehen willst. Aber sie haben ein anderes Problem. Also habe ich dich vorgeschlagen. Erledige das vernünftig und du kannst Brigitte sprechen. Also, was ist das für ein Job? Wieso bist du neuerdings so wählerisch? Die Kontaktperson wird dir alles erklären. Ich habe nichts aus dem Typen rausgekriegt. Hatte den Eindruck, ich muss für jedes Wort von ihm zahlen. Okay, mit wem rede ich und wie? Geh zur Kapelle auf der Sloan. Zum Altar. Irgendjemand wird dich anfassen. Nicken. Irgendwas Seltsames. Verstanden. Danke. Okay, irgendwer wird uns anfassen. Moin Moin erstmal und mein Name ist Hans-Michael Löwe. Willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 und ja, ich wollte eigentlich gerade Victor anrufen. Da hat der Mr. Hans schon angerufen, da er für uns da Kontakt mit den Voodoo Boys herstellen sollte. Und ihr habt es ja mitgekriegt, jetzt sollen wir erstmal eine andere Aufgabe machen. Und quasi uns, weiß ich nicht, wird es uns respektieren, whatever. Ich hab Hunger und ich hab Durst. Gibt's ein leckeres. Das mal in die Birne. Und dazu gibt's noch Kambalaya. Whatever. So, dann fahren wir mal ein bisschen. Scheiße. Ja, aber ich mag das Autofahren hier. Man könnte sich zwar hin... Man kann ja so ein bisschen nach Porten, sag ich mal. Es gibt diese Schnellreisepunkte, aber gut, wenn es hier Fahrzeuge gibt, dann nutzen wir mal die Fahrzeuge. Da ist mal schon Fragezeichen. Ah. Wenn wir schon mal hier sind, gucken wir uns kurz das Fragezeichen an. Regina Jones? Ich habe bei mir ein Problem mit Ratten. Kennt man ja. Aber diese Ratten sind so groß wie Menschen und sehen schwer nach Tiger Claws aus. Der größte Störenfried ist Taki Kenmochi. Tu mir einen Gefallen und schalte sie aus, okay? Details anbei. Dein Ernst? Bist du dir sicher? Wer? Okay. Die Nummer 6 hat's gesehen. Hat mir alles erzählt. Ei? Er würde alles behaupten. Komm schon! Jetzt sehe ich das Fragezeichen nicht mehr auf der... Wir wollen ein Fragezeichen. Bin ich denn überhaupt hier? Oh, das ist das Problem. Das ist eine Aufgabe quasi hier, ja? Da können wir das gerade nicht machen, weil wir hier die scheiß Aufgabe haben. Scheiße! Das hat nicht gereicht. Alter, Mann, ich flink hier. Hier, nimm das. Ich geh mal kurz in Deckung. Geh doch mal tot um da. Fall doch mal runter. Ja, stimmt, ich hab das Visier. Ah. Okay. Oh, ich dachte, ich hänge wieder fest. War das?
Hast du Granaten billig? Ne, Implantate. War ja ganz schön bunt, die Waffe. Dass man die so... Ich finde, das ist echt cool, wenn man so Minigames spielen könnte, aber... Hm? So ein Gesprächsprotokoll. Den ich gleich als erstes ausgenockt habe. Das war jetzt aber das Fragezeichen. Ne, ist immer noch da was. Entferne dich von dem... Achso, dann zählt es erst als abgeschlossen. Ah, wenn ich jetzt abgehauen wäre, dann... Genau so macht man das. Ein Träger weniger in der Stadt. Ich mag, wie du Probleme löst. Auftrag erledigt. Okay. So, weil wir in der Nähe waren, hat sie uns angerufen, ja? Ja, bei Tiger Claws ist alles okay. Kann man mal so nebenbei töten, das ist... Bin ich hier irgendwo geparkt? Alles gut, ihr könnt wieder aufstehen. Pass doch mal auf, du Horst. Rennt einfach auf die Straße. Warum müssen wir jetzt nach, wie gibt dich zum Afterlife? Ghost Town? Warte mal. Ganz kurz, kann ich irgendwo einsehen, die müssen... John. Hauptmission. Willst Hellmann finden? Nein, will ich nicht. Triff dich mit, will ich auch nicht. Begib dich zur Kapelle, da wollten wir hin. Im Quest haben wir. Alter Schwede. Alter Schwede. Okay. Müssen wir auch machen, aber. Ich wollte jetzt eigentlich zur Kapelle fahren. Judy. Oh, Judy. Wie läuft's wie? Hast du schon diese Voodoo Boys gefunden? War ziemlich busy. Okay. Warte. Ich will nicht, dass dir da auch sowas passiert. Na komm, versuchen wir das Gespräch in die Länge zu ziehen. Unverändert. Also Evelyn geht's immer noch nicht so gut. Ah, jetzt muss sie los, hat keine Zeit mehr, schade. Mach doch mal einen Blinker an. Oh, habe ich nicht gesehen. Ich war gerade mit meinen Augen hier irgendwo an der Seite. Mir die Landschaft angeguckt. Die fahren ja alle scheiße hier. Alter, was ist denn hier los? Stehen hier alle. Ist ja unglaublich. Hey! Richtig abgebogen. Bin mir gerade nicht so sicher.
Mistlich. Du kennst mich nicht, wirst du aber. Ich bin Dino. Kümmere mich um das Stadtzentrum. Wie? Ich weiß. Hab von dir gehört. Bist groß im Kommen. Wenn du was brauchst, ruf mich an. Dino kennt jeden da draußen. Ja. Immer diese Fixer. Ah, hat nicht ganz geklappt. Wie weit ist die Kapelle noch? Mein Wagen sieht ja schon scheiße aus. Nur weil alle irgendwie doof. Warte mal, hier müssen wir mal kurz ran. Jetzt quatscht mich der Dino noch an. Was willst du? Hey, ich habe hier einen gebrauchten Kolumbus, der am Markt steht und auf einen Käufer wartet. Gehörte mal ein Schum, der Drogen durch die Stadt transportiert hat. Also solltest du vielleicht einen Duftbaum oder so aufhängen. Mich stören die eher exotischen Gerüche nicht so sehr, aber jedem das Seine, ne? Sag Bescheid. Naja, warte, finde ich jetzt hässlich. So, wir haben doch wieder viel Krempel eingesammelt. Ich trenne mich von meinen Schrotflinten. Und sehen. Ändern muss ich. Schrot. Ich hoffe, dass ich. Vielleicht kann man sich besser mal später mal eine Schrot bauen. Also was. Mehr Wumms. Dann haben wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr Gewicht. Sprenggranaten haue ich nicht weg. Hier den ganzen Müll. Ich glaube, ich nehme mal die Fähigkeit, dass wir das quasi später eigentlich alles gleich zerschrotten. Geb's einfach auf, weil am Anfang braucht man immer Geld, aber mittlerweile haben wir ja genug Geld, oder? 18.000. Wenn wir uns immer schön brav verlinken mit jedem Notebook oder so, dann gibt's ja auch schon wieder gut Geld. Ja, 50. Ist das was? Ne, Transfer war gerade ein bisschen mehr. Ich habe die ganzen Waffen verkauft. So, dann fahren wir weiter. Ich hoffe, man kann seinen Wagen irgendwann reparieren lassen. Neutralisiere die Täter und sichere Beweismaterial. Hä? Überfall im Gang, wo? Hey, hast du ein Problem? Hey! Ich glaube, dich kenne ich nicht. Ist Claire, erinnerst du dich? Barkeeperin im Afterlife. Oh, habe ich die Zeche geprellt? Alle reden von dir. Der Söldner, auf den man sich verlassen kann. Mhm. So einen brauche ich jetzt. Okay. Ich brauche einen Fahrer. Straßenrennen. Komm in meine Werkstatt, dann erfährst du mehr. Okay. Wo ist deine Werkstatt? Arroyo, Valley Street. Hübsch dort, kann man nicht verfehlen. Alles klar, ich komme hin. Falls ich nicht da bin, wenn du kommst, warte einfach. Bin nach meiner Schicht im Afterlife da. Okay, bis dann, Claire. Ja, machen wir jetzt nicht sofort. Aber jetzt, was ist das mit diesen, Ich will da langfahren, aber es ist immer noch 1,8 Kilometer entfernt? Wo ist der Überfall, der im Gang ist? Ja. Ist ja geil. Jetzt fahre ich näher ran. Der hat mich immer weiter weggeschickt. 1,6. Hä? Wo schickt mich das Ding denn hin?
Der zeigt andauernd in die andere Richtung. Ich fahre aber näher ran an den Punkt. Wunder mich doch. Ich habe, als ich losgefahren bin, waren es nur 800 Meter. Ups. Wollte ich nicht. Oh. Für mich einfach hier irgendwelche Leute an, aber gut, wie er reagiert hat. Ah, nächste Ausfahrt ist unsere. Oh, ein großes Krankenhaus. Da wollte ich jetzt aber nicht hin. Med Center. Ah, das ist meine Ausfahrt. Hey! Scheiße. Na, ich weiß, wie wir hier runterkommen. Geisterfahrermodus aktiviert. Oder Sonntagsfahrermodus. Hallo? Ich bin nicht von hier. Was hast du für ein Problem? Ja, genau. Ich hab hier richtig ein Problem. Ich hätte doch links fahren sollen. Oh, jetzt muss ich einmal um den Block fahren oder was? Ich traue diesen gelben Strich nicht mehr. Weiter mal hier an der Freischnauze. Oh, hier ist es aber. Ups, Entschuldigung, wollte ich nicht. Hat er irgendwas? Tiger Claw. Kurzschluss. Aua. So, Verbrechen wurde eliminiert. Hat so ein bisschen was von George Strait. Guter Film, nicht der mit Stallone, der war eher eine Lachnummer. Ich hab ihn aber als Kind auch gerne geguckt. Was? Silberohrklemme? 750 Euro Dollar? Nehme ich die mal mit. Ja, die nehme ich doch mal mit. Goldkette nur 3 Euro Dollar. Oh, habe ich den Zivilisten getötet oder waren das die? Mein Wagen? Ah, ich höre was. Lass mal wegfahren. Steht hier im. Ja. Mal drüber fahren. Warte, ich glaube, der ist nicht tot. Ah, er zuckt noch. Dann nochmal rüber. Jetzt muss reichen. Dann ruhig weiterfahren. Braucht sich keiner mehr zu fahren oder was? Na, der Eingang. Also weißt du, was drin passiert? Ich esse erstmal was. Was gibt's denn jetzt Leckeres hier? Erstmal ein Hotdog für die Grundlage. Und dann was zu trinken. Ja. Dude.
drin. Komm ich hier rein? Oh ne, wo ist jetzt der Eingang? Was zur Hölle? Gibt sich zur Kapelle. Hast du gehört, was in Nummer 5 passiert ist? Was hat er sie wieder verprügelt? Nein, sie hat ihn kalt gemacht. Erschossen. Dein Ernst? Bist du dir sicher? Das Ding spinnt doch, oder? Ei, Nummer 6 hat's gesehen. Hat mir alles erzählt. Ei, er würde alles behaupten. Komm schon. Das ist mein Ernst. Die Kugel hat die Wand durchschlagen. Hä? Also, jetzt riecht langsam am Rad. Also, jetzt riecht langsam am Rad. Jetzt ist der Punkt doch woanders. Das war gar nicht hier. Oh, ich kotze. Ich kotze. Komm, mein Wagen ist wieder heile. Ey, habe ich das jetzt falsch gelesen oder war die Map einfach blöd? Ich weiß jetzt nicht, wo der Wurm drin war. Hä? Ich raff's gerade echt nicht. Ob ich zu dusselig war oder ob das Spiel hier Scheiße gemacht hat. Schreibt's mal in die Kommentare. Wenn ich dusselig war, tut's mir leid. Oh, fahrt doch mal beiseite. Auch keinen Platz hier, ne? So, ich begebe mich, ich fahre jetzt diesen gelben Strich lang da. Nichts anderes mache ich. Nichts anderes. 2,9. Wo führt der mich lang? Sieht sinnig aus. Einmal komplett. Hier sind wir jetzt mal auch lang gefahren. Ja, aber ihr habt jetzt ein bisschen was von der Stadt gesehen. Also so viel rumgefahren sind wir noch gar nicht. Wie in dieser Folge. Meistens sind wir so 100 Meter gefahren und dann war schon da irgendwas. Oh, oh, die Straße zu Ende. Da waren wir ja auch. Es sind auch Leute unterwegs. Überfall im Gange, ja, den sehe ich jetzt nicht. Ist mir jetzt auch egal. Ach, das ist ja der Fußweg. Ach, das ist der Straße. Ich habe von einer neuen Seele in Haywood gehört. Ich bin Sebastian Ibarra, genannt Padre. Wie? Freut mich. Ich mag Menschen, die Sinn für Respekt haben. Wir hören voneinander, wie. Okay. Ups, Entschuldigung. Ah, nee, da wollte ich nicht hochfahren. Upsi, schwupsi. Wollte ich nicht, sorry. Ist jetzt nicht die Nacht. Jetzt hier zum Ort kommen, hier, verdammte Axt. Sorry. Komm raus, Junge. Jetzt sind sie mit den Bullen dann hinterher, nur weil ich da jemanden aus Versehen angefahren habe.
Willkommen in Pacifica. Das ging schnell. Bin eben erst angekommen. Geld wartet nicht. Wir hören uns. Okay. Oh, jetzt sind wir endlich da. Halleluja. Jetzt gehen wir zu Fuß. Oh. Rexfahrten. Ich bin wahrscheinlich eh falsch rum, oder? Der Eremit. Weil wir schon hier oben sind. Und noch her? Aha, Landepad 28. Guck mal. Aufklärungsgranate. Kenne ich nur aus einem Film. Mir fällt gerade der Titel nicht ein. Irgendwas mit Alien. Die neueren. Guck mal, ich habe einen Titel, verdammt. Ach, echt, ey. Da ist so ein Port-Ding, so ein Schnellreise-Ding. Kotze. Gut, es war doch eine doofe Idee. Komm. Ich muss erwarten, bis sich mich jemand antatscht. Das habe ich ja ganz vergessen. Aber lange gewartet. Ich hätte aber keiner angetatscht. Bitte Soli, bitte pose eine Klappe. Tut Munisila, die Konemische. Ich schaff's einfach nicht. Bagay vin change. Fazon la vinu. Atab jam mem bagay la. Wir haben gewartet. Ja, ich auch. Schöner Treffpunkt. Steh nicht so auf Beerdigung. Hab keine Angst, Etras. Das ist nicht deine Beerdigung. Bist du mein Kontakt? Erfahre ich bald mal, worum es geht. Ich bin nur der Mann in der Mitte. Du erfährst mir. Bald. Scannst du mich? Checkst, ob ich alleine hier bin? Was für ein Chrom ich habe? Ist das eine Art Test? Unsere Leute kennen wir, seit sie Babys sind. Wissen, sie sind Engel. Ich kennen wir nicht. Wer ist gestorben? Hat das mit dem Job zu tun? Du denkst, wir führen für dich eine Beerdigung auf? Wo ist Brigitte? Kann ich mit dir reden? Nein. Das Einkaufszentrum an der Kreuzung. Geh zu dem Fleischer dort. Frag nach Placide. Er erklärt dir die Details. Wir müssen uns ja wirklich erstmal beweisen. Oh, sieht ganz schön scheiße aus hier. Zum Glück wohne ich nicht hier. Ich hab eh keinen Grund zu leben. Jawohl, Plautzen, Eddie. Hau rein. Komische Leute hier. Oh, funktionieren die? Nein.
Oh, da gibt es ein Riesenrad. Vergnügungspark in der Zukunft. Mit Achterbahn. Hey, du kleiner Scheißer. Ach krass, die Kids spielen hier und dann so eine, ja, automatisierte Kanone-Defekt. Ach, die beschmeißen die auch noch. Okay, okay. Ey, ich hoffe, dass wir da mal hinkommen. Les bras sortis tant qu'on l'est toujours fait. L'est pas fait aucun sens pour ces licognards. Just done. Moi, Baroné. Il semble très... Ihr verkauft hier tatsächlich Fleisch? Ernsthaft? Ou actuellement les acheter quelque? Nee. Qui ça l'appelle là? La PC est bien intelligent, il semble. Wie das hier aussieht? Ich suche Placid. Placid. Nicht Plastik. Garde ici là. Do, do, ti, pi, ti, man. C'est au même. Continuez. Do, Placid. Do, garde là. Petit mama. Ach ja, da war ja was. Dann müssen wir nach weg. Essen in Tüten? Bist du Placid? Wo ist deine Chefin? Sieht nicht nach Placid aus. Nach weiblich, meine ich. Der Verkauf von Geflügel ist illegal? Okay. Und ich, Idiot, dachte, der Verkauf von Geflügel sei illegal. 6 Jahre soll die Vogelseuche umgegangen sein. Und auf einmal ist alles clean? Das wird nicht verkauft. Was willst du? An der Kapelle hieß es, ich soll mit dir reden. Mr. Hens meinte, dass ihr Söldnerarbeit für mich habt. Das war gerade noch gar nicht da. Nicht hier. Komm mit. Kikiriki, wo ist der Kopf hin? Wo gehen wir hin? Pacifica. Ein Brennpunkt der Kontroverse. Eine Stadt in der Stadt. Hier lang. Tune nach Villa. All das und mehr. Willkommen, Pacifica. Das sieht nett aus hier. Eigentlich nicht. Kennst du Pacifica gut? Nicht wirklich. Ihr rollt nicht gerade den roten Teppich für die Leute von draußen aus. Sollte eine eigene Stadt werden, wo Anzüge ihre Edis verprassen. Ein Kreislauf. Die Konzerne füttern ihre Schafe, die spucken es wieder raus. Alles hier auf Konzernkasch gewachsen. Unser Ziel ist die Gym, die Grand Imperial Mall. Pacificas größter, hässlichster Tempel der Gier. Nie fertiggestellt. Bis letzte Woche war sie verlassen. Leer. Und jetzt? Jetzt haben sich die Animals da eingenistet. Da, da, da wollten wir eh hin. Hey, Placid! Wo gehst du auf den Beilot? Okay, moin, Pralvini, bitte. Lovely? Lovely. Auch in dem Müllhalde aus hier. Komm her da. Placid, bitte. Oh. Oh, pas de besoin. Il y a l'autre qui est le plus mal. Peut-être. Mais ça, c'est pour vous. Pas pour moi, pour vous, je pense. Merci. Los, il n'est pas loin. Je ne comprends pas la langue. Placid, où est-ce que tu es? Pas aujourd'hui. Mais où t'es-tu? Là, Emily. Moi, pas oublié. Oh, der ist ganz schön bekannt hier, der Typ.
getan. Schon mit den Animals zu tun gehabt? Nee. Ja, ein paar Mal. Ihr wollt die Animals raus aus der Gym? Vernichtet? Dafür bezahlt ihr mich. Du erfährst bald alles. Ich meine, warum sind sie überhaupt hier? Abgeschnitten in Pacifica, ganz allein, ohne Verstärkung. Das ist euer Revier. Scheiße, nicht mal die Bullen patrouillieren hier. Mhm. Wollen sie euch provozieren, damit ihr was Dummes macht? Sie verlassen die Gym nicht. Wie viele von denen hängen da rum? 30 oder mehr. Ja, schaff ich. Wir sind hier. Setz ihn. Weiß ich, ist kein Ding. Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job. Das kommt zuerst. Was soll das? Erst sagst du mir, was du hier abziehen willst. Du nimmst den Job. Du machst, was ich sage. Verleg dich. Sofort. Hast bekommen andere Freiwillige. Und wenn nicht, wartet draußen eine Horde Freiwilliger. B. Ziel gerade. Fast geschafft. War jetzt kein Scheiß. Na gut. Wird schon gut gehen. Naja, wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll. Warum schickst du nicht deine Leute zur Gym? Nicht unsere Art. Und das zahlt sich für euch aus, ja? Läuft gut. Besser als du denkst. Wer checkt jetzt alle unsere Daten? Komm, Schamane. Ist es Victor? Kennt ihr beide euch? Nein, brauche ich nicht. Diese Hardware ist shit. Solltest du ersetzen. Bist du jetzt auch ein Ripper-Doc oder wie? Was soll die Fragerei? Billiger Einschüchterungsversuch? Ich muss sicher sein, dass du den Job schaffst. Dieser Chip. Keine Signatur. Was ist das? Ist egal. Er ist eh kaputt. Wie das? Kugel in den Kopf bekommen. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Was mache ich, wenn ich mit der Gym nicht in der Gym bin? Kann ich meinen Lebenslauf sehen? Nee, ich glaube, den sollten wir jetzt nicht mehr reizen. Was mache ich, wenn ich drin bin? Der Kamionett. 20, 35, 07. 3 Sekunden vorher. Wusch. Aber ich versuche rauszufinden, wo er herkommt. Der Wagen ist eine Spezialanfertigung. Du weißt also auch nicht mehr. Ey, ich will nur alle Fakten haben. Habt ihr die Aufnahmen selbst gemacht? Wir hijacken private Camps und Konzernsatelliten zum Aufnehmen. Aber aus der Gym habt ihr Nada, richtig? Fortschrittliche Tech. Passt gar nicht zu diesen Matschbirnen. Ja, die arbeiten mit irgendwas. Sie beobachten zusammen. Ihn genau. Ist wichtig. Mit Militech wahrscheinlich. Lemon Butler. Hä? Zeit für eine Pause. Ich glaube, jemand braucht deine Hilfe. Zeit für eine Pause? Ich glaube, du wirst gebraucht. Sie kommen ohne mich klar. Konzentrier dich. Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger. Jemand anders braucht sie. Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrunner-Tech. Und ich soll rausfinden, wer. Fang beim Kamionett an. Bleib verborgen. Check nur die Situation. Jetzt bist du im Reservoir gesinkt, unsere Subnet. Warum? Wozu? Durch Agwe sehe ich, was du siehst. Höre, was du hörst. Ich werde dich durch die Gym führen. Noch eine Stimme in deinem Kopf. Da freut sich der Ripper Doc. Wer ist der Runner da drin? Was will er? Ich hoffe, du sagst mir das. Ha, du überwachst mich. Zeugt von Vertrauen. Ja. Okay, muss ich sonst noch was wissen? Triff unsere Leute an der Mall. Sie zeigen dir, wie du reinkommst. Mein Geld
Wie viel krieg ich und wie hole ich's mir? Hans sagte, dir geht's nicht um Cash, sondern um ein Problem. Mach die Jim und Brigitte löst dein Problem. Ja, aber ich habe gerade erfahren, dass ich als lebendige Zielscheibe losgeschickt werde. Deshalb ist mein Preis gestiegen. Mal sehen. Ich verspreche nichts. Okay. Verstanden. Wenn ich das erledige, bringst du mich zu Brigitte, richtig? Ja. Sortier am Ende des Gangs. Geh, meine Leute lassen dich durch. Wir sind fertig. Fremde seht ihr hier wohl nicht so gern, oder? Leute wie du fallen auf. Sprich, ich sollte aufpassen? Mhm. Wär klug. Na gut, dann gehen wir mal. Sieht doch voll unausfällig aus mit meinem roten Bart. Die eine hatte da rosa Haare und stand mitten auf dem Gang. Die hatte gute Tarnung. Wie? Ich höre. Was ist? Stabilitätscheck. Empfang auf deinem Link okay? Mhm. Scheint so. Du hörst mir jetzt erstmal zu. Nee. Brauche ich nix. Und wie weit ist das jetzt entfernt? 400. Ah, das laufen wir. Und dann springen wir hier lang. Geht mir aus dem Weg, ihr Kleinen. War nicht in deiner Freizeit dort, nicht wenn ich dich bezahle. Will der? Wo mal von hier auf das Dach? Okay. Shit! Ja, ich muss zu meinem Whipper Dog. Da wären wir eh mit dem Auto nicht weitergekommen. Ah doch, hier hätte man durch. Und? Diese Dudes mit den Gitarren immer. Was gibt's? Willst du was? Ich würde am liebsten deine Fresse wegschießen. Walk? Walk? Ach komm, wir gehen weiter querfeldein. Über die Zelte hier. Die letzte Schlacht ist angebrochen. Das Scheißspiel stresst mich mehr als mein Scheißleben. Da ist Action. Aber wir gehen jetzt mal zu den Voodoo Boys hier. Ups, nein, 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 nein. Ich dachte gerade, ich hänge schon wieder. Alter Schwede, ich hatte Angst. Ich red mit ihnen. Du bist wie? Wissen Sie, dass ihr beobachtet? Die, dass ihr hier seid? Das hier ist unser Revier, unser Zuhause. Wir müssen hier keine Geister sein. Du Schan, sei ein Geist. Du musst still sein, unsichtbar. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage, von hinten. Aber pst. Leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Eure Lackierung ist besser als bei mir. Ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Kann ich einen Eierwagen haben? Der gefällt mir besser als meiner, der sieht so kaputt aus. Betritt die Mall. Das hat hier alles mehr was von Schrottplatz. Wird auch ein Lost Place sein hier.
Los jetzt, gleich in der Zukunft. Ja, ich renn doch was schon. Denn? Langeweile? Wollen ja ein bisschen silent sein, ne? Columbus ist das neueste, billigste und beliebteste Modell. Wenn es hier reihenweise nach und nach. Muss ja an den vorbei irgendwie. Oh Mist. Und verkackt. Scheiße. Wissen wir eh schon, dass ich da bin. Oh, eine Granate. Ich glaube, für Silent Mode ist zu Ende, das ist zu spät. Doch. Doch, ich mag die Waffe langsam. Muss ich mal verteilen. Schieß mir nicht mal die Deckung kaputt, ja? Ja, mal. Okay, ab hier versuche ich es mal leise zu sein. Oh, ich habe kaum noch Munition von dieser tollen Waffe. Doch, die gefällt mir. Ach, müsste der auch Kleidung verkaufen können. Wer so viel Kleidung eingesammelt. Aber coole Bikes, ne? Die noch so seitlich rauskommen, die Griffe. Selbstgebrannter Alkohol. Ich glaube, diese Schusswechsel, die fallen hier bestimmt an jeder Ecke. Das dürfte hier nicht auffallen. Soll ich checken? Kamera im Korridor. Vermeiden. Ah ja, ich merke schon. Ist die an? Oh, welches Protokoll? E9 und dann in.
Eisbrecher gewählt. Scheiße, ich hätte auch jetzt deaktivieren können. Fuck, ich komme nicht zu. Doch, BD. Und 1C. Ich dachte, die Mall ist seit Jahren verlassen. Jetzt nicht mehr. Die Animals haben sie repariert. Mich. Dann verlinken wir uns. Vielleicht kriege ich ja die Tür auf. So, was haben wir? Data Mining, Data Mining, Data Mining. Euro, Dollar, Euro, Dollar, Euro, Dollar. Komponenten. Kleine, mittlere, große. Also konzentrieren wir uns auf die untere. Dann nehmen wir 1C. 1C. Oder ist es... Ich habe so das Gefühl, es ist nicht möglich, immer alles zu bekommen. Ich würde gerne reingehen. Komm da nicht durch. Gewaltsam wäre wahrscheinlich auch nicht die richtige Lösung. Könntest du immer noch einen wie den hier holen? Geht aber nicht mit den neuen. Er hat einen Sensor. Reagiert aber nur auf deine Bewegungen. Die neuen Modelle lernen dazu. Reagieren auf deine Absicht, nicht auf Bewegung. Soll heißen, die Neuen wissen, was ich mache, bevor ich es mache? Und den hier kann ich jetzt einfach verknocken? Ja, genau. Du gehörst mir! Fuck! Still sein, beobachten, niemand umlegen. Das war dein Job. Passiert. Jetzt wissen sie von mir. Schnell, finde den Kamionett. Oh! Der poliert uns den Arsch! Nee, poliert mir den Arsch. Ah, hier dran. Scheiße. Okay, wir machen nächstes Mal weiter. Ich mache hier einen Break. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und nächstes Mal versuchen, ein Kommentar wäre auch ganz nett, ein Abo auch, aber nächstes Mal müssen wir schleichen. Das hat keinen Sinn. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.